Wir schauen uns jetzt allerdings erstmal an, wie die kleinen Kerlchen in unserem Garten überwintern. Und mal ehrlich, die haben es nicht so einfach. Selten erlebt ein Garten solch einen Ansturm wie dieser in Jena. Ein Trupp Seidenschwänze ist eingefallen. Ausgehungert stürzen sie sich auf die letzten roten Beeren. Seidenschwänze leben eigentlich weit im Norden, in einsamen Taigawäldern. Nur in sehr harten Wintern treibt sie der Hunger bis zu uns. In großen Schwärmen suchen die zutraulichen Vögel nach Beeren und Obst. Doch auch ohne Seidenschwänze ist vor den Fenstern viel los. Der Tag ist kurz und die Nacht lang. Besonders kleine Vögel wie diese Blaumeisen müssen fast ununterbrochen fressen, um gegen die Kälte anzuheizen. Rotkehlchen verteidigen jetzt sogar Futterreviere, auch wenn hier die Kohlmeise gewinnt. Alles dreht sich um Kalorien, je mehr, desto besser. Der eine knabbert am liebsten ölige Sonnenblumenkerne, der andere verteidigt fette Käserinde. Rotkehlchen mögen gern weiches Futter, mit dicken Körnern können sie nicht so viel anfangen. Diese Hausspatzen haben den Hagebuttenbusch besetzt. Die Früchte sind voller Zucker und Vitamine, ein Glücksfall für die Spatzen. Es ist bitterkalt, selbst auf den sonnenbeschienenen Zweigen. Die Vögel plustern sich dick auf. Unter ihren Federn bildet sich so eine isolierende Luftschicht. Wenn es Abend wird, packt manchen Vogel die Angst. Diese Wacholderdrossel frisst bis nach Sonnenuntergang. Wenn Sie sich schon immer gefragt haben, wo die Vögel bei dieser Kälte schlafen, müssen Sie sich jetzt nur warm anziehen und durch den Garten schleichen. Fast in jedem dichten Busch hocken ein paar puschelige Federbälle. Das hier sind zwei Spatzen, eng aneinander gekuschelt. Zwei Körper heizen besser als einer und es spart Energie. Ein paar Büsche weiter, in der Klematis an der Hauswand, hockt ein dick aufgeplusterter Amselhahn. Das Licht hat ihn geweckt. Bis zu 10% ihres Körpergewichtes verlieren kleine Vögel in einer kalten Nacht. Da reichen die Reserven nicht immer bis zum Morgen. Auch wenn sie kein Futterhäuschen haben, können sie den Vögeln helfen. Ein Strauß wilder Karde macht sich gut auf jeder Terrasse. Einfach Hirsekörner oder Haferflocken hineinstreuen und fertig ist ein attraktiver Futterplatz. Übrigens, ein bisschen Unordnung im Garten finden die meisten Vögel richtig gut. Ein paar übrig gebliebene Äpfel auf dem Boden oder im Baum erfreuen nicht nur Drosseln und Meisen. Und wenn sie Glück haben, wird ihr Apfelbaum vielleicht auch mal von einem Trupp wunderschöner Seidenschwänze besucht.